Schwerer Verkehrsunfall heute früh gegen 7.30 Uhr auf der Landhauser Straße zwischen Iserlohn und Menden. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer war in der langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Menden aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto einer 58-jährigen Frau aus Iserlohn zusammengestoßen. 4 Notärzte sowie die Feuerwehren Iserlohn und Hemer waren im Einsatz, um sich um die beiden eingeklemmten Fahrzeuginsassen zu kümmern. Erst nach einer Stunde war der Unfallverursacher aus seinem Pkw befreit. Die Frau aus Iserlohn wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert, während der Verursacher mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Iserlohn gebracht wurde. Die Landhauser Straße war bis 10.15 Uhr voll gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 30.000 Euro. Männlicher Pkw-Fahrer befährt mit seinem Fahrzeug gegen 07.30 Uhr hier die Landhauser Straße von Iserlohn aus in Richtung Menden. Auf dieser Straße kommt er nach links von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammen. Beide Pkw-Fahrer werden in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr hatte sehr viel Arbeit damit, diese Personen aus den Fahrzeugen zu befreien. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in die städtische Klinik Dortmund geflogen. Der zweite ist im Iserlohner Krankenhaus zugeführt worden.